Nach 40 Jahren in der Wüste kamen sie nach Kanaan. Vom Berg Sinai aus sind sie quer durch das Land gezogen. Und an der Grenze, da seht ihr den Fluss, an der Grenze, sagte Mose, also wir brauchen jetzt 12 Männer, die sollen das Land da drüben erkunden. Die sollen sehen, wächst da was Gescheites, sind die Leute friedlich. Und er wählte diese Leute aus. Und nach 40 Tagen kamen die Kundschafter wieder zurück und brachten herrliche Sachen mit. Riesige Weintrauben und Granatäpfel und Feigen und Oliven. Und sagten, Kanaan ist ein fruchtbares Land, es ist so wunderschön da, alles wächst so herrlich. Aber die Städte sind mit dicken Mauern umringt, wie Festungen. Es ist nicht so einfach, da reinzugehen. Wir können da nicht so einfach leben. Ich glaube nicht, sagt der eine, dass wir es schaffen, das Land einzunehmen. Oh je, die Menschen fingen wieder an zu jammern und zu heulen. Wir hätten nicht von Ägypten weggehen sollen. Jetzt sind wir hier fast angekommen und es klappt schon wieder nicht. Ach je, ein Gejammer. Und Mose ist auch schon ganz verzweifelt. Es kann doch nicht wahr sein. Schon wieder jammern sie. Aber Josua und Kaleb, zwei von den Kundschafter, protestierten und sagten, was soll denn das? Was macht ihr hier schon wieder so rum? Ihr müsst Vertrauen in Gott haben. Er wird uns beschützen. Und er wird uns dieses Land geben. Er hat uns doch bis hierher geführt. Aber niemand wollte auf Mose hören. Und Gott war wütend. Weil ihr kein Vertrauen habt und weil ihr schon wieder so rummotzt, müsst ihr jetzt 40 Jahre hier in der Wüste bleiben. Josua und Kaleb dürfen nach Kanaan gehen und ihr anderen bleibt hier. Den Israeliten gefiel das überhaupt nicht. Und sie haben gesagt, gut, dann kämpfen wir gegen die Kanaaniter. Ihr seht, das ist ein Riesenkampf im Gange, aber sie erlitten eine Niederlage. Sie verloren den Kampf und mussten aufgeben. Und dann wurden sie wütend und sagten zu Mose, was ist denn das hier alles für ein Mist? Das wollten wir alles so gar nicht. Wieso behauptet ihr einfach, dass ihr unsere Führer seid? Wir wollen euch überhaupt nicht. Und dann sagte Mose, gut, also, dann machen wir es jetzt anders. Ihr seid 12 Stämme und jeder von den 12 Stämmen soll einen Verantwortlichen wählen und seinen Namen hier in diesen Mandelzweig ritzen. Heute bringen wir dann die Zweige zur Stiftshütte und Gott soll jemand auswählen, der das Volk von nun an führen soll. Am nächsten Morgen trug der Zweig vom Aaron Blüten und Mandeln. Und das war das Zeichen, von nun an soll Aaron das Volk weiterführen.